Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit meinem fertigen Warhammer-Modell. Hier mein Tau Ghost Keel, der hier endlich mal so halbwegs fertig ist, wobei ich denke, irgendwie die Dinger werden nicht fertig. Ich denke immer, es wäre dann soweit, aber ich stelle dann immer wieder irgendwie fest, nee, du könntest noch da was machen und hier was machen. Deswegen, ich sag, momentan ist er so halbwegs fertig. Und ja, mal gucken, was mir sonst noch irgendwie irgendwann vielleicht mal einfällt, was man noch ändern könnte oder anders machen könnte. Aber so würde ich sagen, reicht's. Ja, die Farbe ist halt mit diesem, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau heißt, von Vallejo. Deswegen ist halt so ein dunkles Blau gehalten mit hellgrau in den Akzenten auf das Edge Highlighting habe ich mehr oder weniger verzichtet, also zumindest mal so mit dem Pinsel, wie ich es hier bei den Tonen noch irgendwie gemacht habe. Das habe ich beim Ghost Keel selber nicht gemacht, dafür habe ich dann das Ganze eher mit einem Öl Dry Brush gemacht. Deswegen sieht er halt auch so ein bisschen überall ein bisschen verwaschen aus. Deswegen ist halt die Ölfarbe setzt sich ja dann halt überall ab. Und ja, da bin ich einfach mit einem Trockenpinsel über die Kanten gegangen. Ging definitiv schneller, ist natürlich ein bisschen unsauberer. Aber ja, so habe ich halt so einen leichten Verwitterungseffekt halt noch hinzugefügt. Und halt mit diesem German Grey Highlight nennt sich das Ganze. Ging das soweit ganz gut, deswegen ist es nicht allzu übertrieben und verleiht halt der ganzen Sache dann doch ein bisschen ein bisschen was anderes, was halt die ganze normale Farbmonotonie ein bisschen aufbricht. Deswegen, man hat zwar halt mehrere Farben drauf, aber trotzdem das Auge für das Auge ist es dann doch ein bisschen mehr, wenn dann halt sich irgendwie irgendwelche Sachen irgendwie absetzen, macht das ganze Modell dann doch ein bisschen plastischer, als wenn das halt einfach nur eine saubere Farbe, sagen wir mal, so da ist. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was ich so großartig noch zu sagen habe. Deswegen, die Waffen sind soweit magnetisiert, was soweit auch ganz gut ging. Bei den Piloten habe ich es gespart, mir den zu bemalen. Ich kann zwar halt das Cockpit halt aufmachen, aber der Pilot ist nur sehr, sehr rudimentär in den Farben gehalten, wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe seine Rüstung, glaube ich, gar nicht irgendwie in der richtigen Farbe bemalt. Die ist, glaube ich, nur grundiert schwarz, aber halt sein Gesicht ist halt taublau. Aber halt auch nur, oder halt nicht wirklich richtig gehighlightet. Ich habe es dann da irgendwie aufgegeben. Habe dann gedacht, ja, wird eh nicht so aufgeklappt. Insofern kann das so auch bleiben. Da wird eh nicht so irgendwie das Haus verlassen. Insofern passt das. Ja, die Base ist mir auch nicht so ganz gelungen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen geht es halt gut mit diesem Tote Erde-Paste für so komplett halt zu machen, aber ich wollte halt so ein bisschen Lava-Fluss halt machen, aber Lava kriege ich auch noch nicht so hin. Deswegen, man sieht hoffentlich, was es angedeutet ist, aber so hundertprozentig gut ist es nicht. Deswegen, ich denke mal, die nächsten werden dann halt auch wieder einfach nur mit dieser dunklen Erde bestrichen und dann ist gut. Und was man halt so unten drunter halt sieht, kann man da noch irgendwie so ein bisschen als Lava erkennen oder es halt dann noch irgendwie was unten drunter rumköchelt, als man das dann halt so noch so einen großen Placken damit drauf hat. Ja, insofern würde ich sagen, war es das mit meinem fertigen Tau Ghost Keel und wir sehen uns dann hoffentlich in einer anderen Folge wieder. Bis dahin.